Und weil alles so lächerlich ist, kommt gleich noch ein Video. Herzlich willkommen zur Mod-Vorstellung mit mir, den Sachsen Let's Play am Landwirtschaftssimulator 2013. Wir schauen uns den Ursus 934 an, Modell bei GrandCU 14. Das Ganze gilt auch für die Textur. Für den Skin ist auch ein Biohack verantwortlich für Tür und Tuns, Nico 95 und Umbau lsmod.ru. Ja, Ursus 934, 35.000 Euro. Anschaffungskosten, keine Unterhaltskosten. Und hier haben wir das gute Stück, es ist ein polnischer, ob das nur ein polnischer Trecker ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein polnischer Motor. Kommen wir gleich mal zur Textur, ist eigentlich ganz nett, schlicht gehalten, zwar nicht gerade sehr, sehr großartig detailliert, aber es reicht auf jeden Fall aus und somit auch keine Texturfehler, jedenfalls habe ich keine gefunden. So, eingestiegen bin ich jetzt, wir sehen über Taste F, können wir das Licht nochmal einschalten. Und über die Taste Y können wir den Motor ein- und ausschalten, also manuelle Motorzündung. Hört sich an sich auch gar nicht so verkehrt an, das Einzige, was mir hier auffällt, dass der Qualm etwas zu weit oben sitzt, aber ansonsten alles in Ordnung. Mit der Taste 0 können wir das Informationsmenü aufrufen, gilt auch gleichzeitig als Hube. So, ihr habt mir das Informationsmenü, es ist ein bisschen schwierig, weil das alles hier in Polnisch ist, falls das hier Polnisch ist. Aber ich habe mich schon mal ein bisschen durchgedrückt. Lichtskript ist verbaut, das heißt Blinker auf Warnblinker auf Numpad 2, links und rechts jeweils auf 1 und 3. Türen können wir öffnen mit der Taste Numpad Nummer 4, mit der Taste Numpad Nummer 5 können wir hinten das Dach öffnen. Taste Numpad Nummer 6 hat keine Funktion, genauso wie die restlichen Numpad-Tasten. Mit der Taste Numpad 9 können wir ebenfalls nichts steuern, mit der Taste Numpad Nummer 7 haben wir die Möglichkeit, das vordere Arbeitslicht zu aktivieren, zusätzlich zu dem ganz normalen Fahrtlicht. Halt, genau. Mit der Taste 6 auf der Tastatur können wir die Rundumleuchte anmachen. Ist eine verschnellerte Version von Disco Pogo, mal ganz schleichen. Ja, das ist aber auch schon leider das Einzige, was ich jetzt hier größtenteils rausfinden konnte. Hier steht ja noch viel weiteres da. Wir haben hier KP1 irgendwas, KP2, KP3, 7... und 8 Lampa 2, also kein Plan so genau, was damit gemeint ist. Da müsste man eine Englisch oder eine German Version rauskommen. Vom Fahrverhalten her ist das Ganze aber wiederum ganz okay. Also er beschleunigt trotz all dem in den Kurven. Machen wir mal kurz zu. Beschleunigung liegt auch hier bei 28 km/h Maximum. Kommt auch mit mehr oder weniger Holpern auf die Bordsteinkante. Ich sage mit mehr oder weniger Holpern, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Es kommt drauf an, aus welchem Winkel man fährt. Aber er kippt halt nicht um und er bremst auch nicht radikal ab. Der Lok sieht somit auch einigermaßen in Ordnung aus. Ich habe hier nichts gefunden, die Experten können ja gerne nochmal drauf gucken. In dem Sinne, ja doch, es ist einiges in PNG gespeichert, der ich hier oben gerade, oder vieles in PNG, deswegen sind da Performance Warnings dabei. In dem Sinne wollt ihr euch den Mod trotzdem downloaden, Link in der Videobeschreibung. Bei einem Modder bedanken und ihn halt diese Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge da lassen. Am besten halt in Englisch oder wer halt Polnisch kann, halt in Polnisch. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Bis dann Leute, au grind!